wundervollen Montagabend an dieser Stelle. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast einen erfolgreichen und guten Start in die neue Woche. Bitcoin hat heute noch ein paar verrückte Bewegungen gezeigt. Allzu verrückt ist es nicht, aber wenn wir uns das Ganze schon mal auf H4 ansehen, wir haben hier schön zwei Zahnstocher nach unten. Entsprechend ist da doch ordentlich Korrektur reingekommen, sind aber immer wieder schön auch nach oben rejected worden, sodass sich de facto eigentlich nicht viel verändert hat. Aber wir gehen jetzt gleich mal in den Chart rein, schauen uns das Gesamtbild an und schauen, wie sich das Ganze dann morgen letztendlich im Verlauf des Tages auf die verschiedenen Levels auswirken kann. Wir schauen auf Tagesbasis, da haben wir hier diese Zahnstocher nach unten, diese beiden Wicks, die haben ungefähr die gleiche Price Range gezeigt. Wir kennen die Price Range, das war hier diese dynamische Unterstützung, die vorher ein Turncode war, also ein Widerstand, und hier hat der Markt zweimal seine Korrektur gezeigt. Wir sind jetzt immer noch hier sehr, sehr stark in der Seitwärtszone und haben dadurch auch doch deutlich großes Aufwärtspotenzial immer noch, obwohl wir hier mittlerweile mitten im Tag halt zweimal wirklich korrigiert haben. Das war gestern Abend, das war jetzt heute nochmal auf die 60.000, sogar knapp unter die 60.000, bevor wir dann hier an dieser Supportzone auch in Begleitung des EMA 50 einen neuen Kaufdruck bekommen haben. Wir sehen sehr, sehr großes Volumen, was hier reingekommen ist. Je weiter wir in der Zeiteinheit runtergehen, desto intensiver wird dann auch dieser Aufkauf. Und das ist und bleibt spannend, denn anscheinend ist hier unten ein großes Liquiditätsfeld, was der Markt wohl immer wieder abgreifen muss und wo auch immer wieder Kaufkraft reinkommt. Aber klar ist, je häufiger der Markt dorthin geht, desto schwächer wird eben dieser Bereich. Und das ist auch ein Mythos, den wir im Trading generell immer wieder hören, der aber einfach nicht stimmt, nämlich je häufiger eine Unterstützung angetestet wird, desto stärker ist sie. Und das macht keinen Sinn, weil eine starke Unterstützung, beziehungsweise anders formuliert, der Gedankengang dahinter ist, dass eben eine starke Unterstützung häufig angetestet wird und häufig hält. Gut, irgendwo nachvollziehbar, aber eine Unterstützung soll ja eigentlich dazu dienen, dem Markt neue Kaufkraft zu geben. Das heißt also, an einer Unterstützung sollte eigentlich Kaufkraft in den Markt kommen, die der Struktur zum neuen Hoch verhilft, und dadurch entstehen ja wieder neue Unterstützungen. Das heißt, eine starke Unterstützung führt eigentlich dazu, dass der Markt wenig Tests an diesem Preisbereich liefert. Und dementsprechend sollten wir hier aufpassen. Wir haben zweimal in einem sehr, sehr ähnlichen Preisbereich die Reaktion bekommen. Das heißt, je häufiger der Markt hier runtergeht, desto schwächer ist dieser Bereich. Wir gehen mal runter auf Stundenbasis. Schauen uns das hier an. Da sehen wir nahezu gleiches Level angetestet. Nochmal ein deutlicher Abverkauf in der letzten Stunde. Es ging ordentlich nach unten, bevor der Markt wieder nach oben gekauft wurde. Hier hatten wir schon mal die 60k angetestet erneut auf den gleitenden Durchschnitten 100 und 110. Also da kam immer wieder ein bisschen Verkaufskraft rein. Und dieses bullische Pattern, was sich heute Morgen dann noch quasi ausgebildet hat, das ist jetzt erstmal so ein bisschen zunichte gemacht. Weil wir jetzt halt hier oben auch wieder entsprechende, ich sag mal, einen Widerstandsbereich gebildet haben, einen Turnaround-Bereich, der jetzt einfach nicht mehr nur zu vernachlässigen ist. Sicher ist, wenn wir hier ein höheres Tief bilden und nochmal deutliches Volumen reinkommt, haben wir eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, dass wir hier auch mit einem höheren Tief dann Bounce über diese 63.000 bekommen, und dann ist definitiv das All-Time-High zum Greifen nahe. Aber dieser sehr, sehr lange Schatten, der ist jetzt natürlich auch spannend. Das ist aber kein Richtungsschatten, weil diese Richtungsschatten, die sind häufig in Bereiche, wo der Markt nicht unmittelbar vorher war. Wir sehen, hier kam der Markt her, hier ist er wieder hingetestet worden. Nichtsdestotrotz sollten wir den auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, in so einer Situation sehe ich das, oder würde ich das ganz ehrlich so ein bisschen als Put-Situation einordnen. Rein bullish bin ich hier aktuell nicht. Klar, die gleichen Durchschnitte sind noch unter uns. Wir haben hier auch noch unsere dynamischen Widerstände gebrochen. Also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, da ist jetzt super irgendwas im Busch und das Ding wird jetzt super nach unten fliegen, aber entsprechend verhaltungsvoll nach oben ist es letztendlich auch. Also so beide Richtungen sind noch nicht hundertprozentig geklärt. Entsprechend sehen wir hier nochmal wahrscheinlich diesen starken Abverkauf, der durch potenziell sehr, sehr große, wenige Order verursacht wurde. Wir akkumulieren hier oben, und rein nach den gleitenden Durchschnitten, wenn dieser Schatten hier unten nicht wäre, wäre das ein schönes, solides Kaufpotenzial, was sich für Bitcoin ergeben würde. Aber in Anbetracht dessen, dass wir sehen, der Markt war hier unten, der ist wieder nach unten gedrückt worden, brauchen wir wie hier eine starke Umkehrformation. Das heißt, im besten Fall sollten wir einen schönen höheren Tief, einen schönen Boden bilden, bisschen Volumen rein, so wie hier so ein Volumenspike, und dann können wir hier das neue Hoch antesten. Und dann werden wir hier mal unseren dynamischen Widerstand einpflegen. Das sehen wir, da wird der Markt gerade entlang gedrückt, und da geht es auch schon runter, während wir gerade sprechen.
Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ja, für die einen kann das eine Kaufmöglichkeit sein. Das fühle ich. Für die anderen, die würden vielleicht sagen, ja, der Markt wird ja gerade runtergedrückt. Das fühle ich auch. Ich würde einfach gerade sagen, für einen Kauf ist der Preis nicht optimal. Für einen Verkauf auch nicht. Entsprechend, ja, ich weiß, es ist immer so ein bisschen unbefriedigend. Ich möchte aber meine ehrliche, meine reflektierte Meinung mitteilen, die ich aus dem Chart so quasi entnehmen kann. Ich würde gerade die Füße stillhalten. Ganz offen und ehrlich, ich würde die Füße stillhalten, wenn morgen der ETF ausgerollt wird, gehandelt wird, je nachdem, was für ein Volumen der bekommt, was für eine Volatilität bekommt. Da werden wir vielleicht nochmal sehen, ob das Ganze dann Bitcoin auch verhelfen kann. Wie gesagt, solche Rollouts von Futures bzw. Rollouts auch von ETF, die sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil letztendlich die ganze Informationsflut, die ganze Hoffnung bzw. diese ganze bullische Power schon vorher im Preis inkludiert ist. Und deswegen bleibt dann abzuwarten, ob sowas abverkauft wird, wie sowas bewertet wird und so weiter und so fort. Deswegen an dieser Stelle schon wichtige Bewegungen, schon auf jeden Fall interessante Bewegungen, aber von meiner Seite aus definitiv erstmal nochmal der Rat, hier Füße stillhalten und sobald das Ganze dann auch sich beruhigt hat, werden wir morgen sehr, sehr gerne tiefer in die Materie gehen, das sehr, sehr gerne dann auch nochmal richtig auseinandernehmen und potenziell den einen oder anderen Trade gemeinsam wagen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Abend, lass es dir gut gehen, hoffe, du hast einen erfolgreichen Montag gehabt und bis bald. Ciao, ciao.